draußen eure Tränen vor einer erhöhten Unterlage stehen und wieder eine Richtlinie ziehen durch die Fersen, entlang der Beine, entlang des Rumpfes, durch den Kopf durch bis zum Himmel hin. Das ist die Richtlinie, an der der Körper sich richten wird. Genauso wie beim Treppensteigen. Nun auch das Leichtbein lösen vom Boden und sorgfältig auf die Unterlage legen. Schaut dabei, dass keine Beckenhälfte sich verschieben lässt, beide in eine Höhe lassen. Und nun für mehr Dehnung achte auf die Beckenhälfte vom gedehnten Bein. Diese Beckenhälfte, wie ein CD-Rolling, lass ihn drehen um die Oberschenkelkugel herum, wie ein Draht, den ihr drehen könnt und somit der Körper nach vorne dehnen lassen. Diese Dehnung beibehalten, auch entlang des Beines eine Richtlinie sich vorstellen, sodass der Unterschenkel und Oberschenkel eine Schablone auch haben und dehnen die Ferse nach vorne und der Sitzbeinhöcke nach hinten. Holt die Dehnung nicht aus der Biegung der Wirbelsäule, sonst ist die Übung nicht so intensiv und die Bandscheiben werden gedrückt, sondern aus dieser rollenden Beckenhälfte. Und dann mit der gleichen Sorgfältigkeit lösen und federleicht den Fuß neben dem anderen. Auf der anderen Seite genauso. Unser Stabilisierbein zieht eine schöne Linie entlang des Körpers und federleicht das Bein lösen, das andere und sorgfältig auf die Bank stellen und wieder die schöne Dehnung intensivieren. Ferse nach vorne, Sitzbeinhöcke nach hinten und wieder aufrichten und lösen. Yep.